willkommen zurück zu einer neuen Folge Anno 2205. Wir sind jetzt in der Viridischen Bucht. Die haben wir von Lei Xing übernommen. Feindliche Übernahme sozusagen. Und, ja. Diese fiesen, miesen Leute. Brückenbauplatz eingerichtet. Haben es wirklich gewagt, mir dieses große Gebiet hier von Anfang an vorzuenthalten. Ich muss mir erst jetzt mit einer Brücke das hier hinten freispielen, um dann mit dieser Brücke mit dem großen Teil freizuspielen. Wer kommt bitte schön auf so eine Schnapsidee? Guten Tag. Die Arbeit, okay, die Arbeit an einem Projekt hat begonnen, das den Weg für Generationen weist. Ah, er erzählt das gerade. Sind Sie der Lage gewachsen und werden uns... Die Herausforderungen in diesem Gebiet sind größer als je zuvor. Die Menschen brauchen jetzt einen selbstsicheren, standhaften Anführer. Okay. Und Sie können uns helfen, diese Botschaft zu vermitteln. Wir möchten der ersten Welle vor einem Jahrhundert gedenken. Da das Mondlizenzierungsprogramm startet, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um die Menschheit an ihr Potenzial zu erinnern. Der Bau eines atemberaubenden Denkmals ist eine große Verantwortung. Beaumont lobt sie bereits in den höchsten Tönen. Und wenn sie fertig sind, werden das wohl alle tun. Okay, ein Denkmal. Okay, soll mir recht Baustelle sein. Baustelle bereit für Brückenbau. Gut. Drohne, 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 Drohne. Wir sollen jetzt erstmal scheinbar aufräumen. Oh, das ist ein Weihnachtsgeschenk. Magnetit. Sehr schön. Schiffchen, wo bist du? Da bist du. Roger. Du. Kleine Kampfdrohne. Mach mächtig Ballabum. Das war jetzt einfach. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erfolg. Man wird Ihnen in dieser Angelegenheit wohl vertrauen. Besitzen Sie eine Bilanz von 2000? Ob wir das hinkriegen? Schwierig. Und das auch noch für die nächsten 5 Minuten. Okay, ja. Wir sollten hier mal weitermachen. Sorgen Sie dafür, dass alles, was auf dieser Insel geschieht, den Vorschriften entspricht. Meins. So, damit haben wir nun erfolgreich das hier freigeschaltet. Und jetzt müssten wir theoretisch hier auch den Bau beginnen können. Brückenbauplatz eingerichtet. Und sobald das fertig ist, können wir mit unserer riesen Mega-City beginnen, die wir definitiv hierhin platzieren werden. Der Bauplatz ist einfach zu genial, als dass ich das nicht für eine City nehme. Wir werden dann im Waldbruckbecken effektiv die Produktionsketten auslagern und die Bewohner dann halt zwangsweise hierhin umsiedeln. Das kann interessant werden. Wir werden wahrscheinlich erstmal hier parallel erstmal eine Stadt aufbauen und ja, die anderen dann nach und nach einfach abreißen. Viel anders werden wir es nicht hinkriegen. Schau an, wer da ist. Sammeln Sie Container mit Ihrem Fahrzeug. Feine, oder? Graphen kann ich immer gebrauchen. Und was ist wie bei dir? Stichwort. Möchten Sie finden Sie Kisten auf einer beliebigen Insel. Kiste. Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Für Brückenbau. Sehr schön. Schaue ich mir gleich an. Kiste, 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 Kiste. Da ist eine Kiste. Nein, das ist Magnetit. Nehme ich trotzdem. Kiste. Yeah, beliebigen Insel. Haha. Hier vorne. Sie haben ein Händchen für neue Technologien. Sehr gut. Die Quest abgeschlossen. Ibarra Foxcom. Ein großer Name in der Roboter- und Bio. Klappe. So. Jetzt machen wir gerade mal die Brücke fertig. Idealer Ort für die nächste Außenstelle. Gute Wahl. Yes. Indeed. Indeed. So, was hatten wir jetzt noch hier? Container mit ihrem Fahrzeug einsammeln. Das ist jetzt nicht das Problem. Süß. Und nochmal Turbo.
Got it. Und zurück zu da oben. Und das andere mit 60 Wasser. Ja, wir haben im Moment noch kein Wasser. Das könnte problematisch werden. Also. Wir können ja schon mal eine Wasserproduktion machen. Wir müssen ja zwangsweise so ein bisschen was etablieren hier. So. Das lasse ich mal bis hier hingehen. Und angeschlossen. Und so. Ich wusste, dass du den alten Nick stolz machen würdest. Kann ich jetzt beim Raumhafen was abholen? Hui. So, wir haben noch eine Minute, die wir über 2000 bleiben sollen. Ob wir das schaffen? Okay, 14, 15, 16, 17. Weltmarktneuigkeit. Diamanten fallen im Preis. Oh. Das haben sie wirklich effizient. Ein Freiwilliger wird benötigt, der sich um dieses Problem... Ist mir gerade mal relativ herzlich egal. So. Ich hätte gerne einen Anschluss. Kann ich hier vielleicht erstmal eine Logistik dazwischen quetschen? Ja, kann ich. So, jetzt haben wir eine Negativproduktion an Strom. Das ist nicht das Problem. Wir haben ja die vollen Möglichkeiten hier aus der anderen Region. Gezeitenkraftwerk oder Windkraftwerk. Windkraftwerk würde ich zusätzlich noch nutzen, ja. Wir haben jetzt leider hier nicht das Sektorenprojekt, was uns 3000 Energie liefert. Leider, leider, leider. Warnung, zu wenig Arbeitskräfte, um Produktionsquote zu erfüllen. Klappe. Also müssen wir uns zwangsweise damit arrangieren. Gut, dann werde ich jetzt erstmal hier einen Minenbauplatz für Strom. Okay, wir haben keine Nanoroboter. So. Achso, die müssen wir erst produzieren. Klasse. Dann hole ich jetzt erstmal das Windkraftwerk hier raus. Und baue das irgendwo circa hier hin. So. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und das ganze Ding bewegen wir jetzt noch einen Millimeter nach unten. So, uns fehlt's an Leuten. Das ist mir schon fast klar. Wir müssten jetzt eigentlich doch in der Lage sein. Guck, guck. Ja, wir können jetzt 60 Wasser aufnehmen. Und das Wasser sollen wir liefern an das Schiffchen hier. Und währenddessen können wir hier das durchverbinden. Ey! Das war nicht Sinn und Zweck der Übung. So. Kann ich hier weiter leider natürlich nicht weiter rauszoomen, was mir die ganze Arbeit etwas schwieriger macht. Der Auftrag wurde so diskret wie nur möglich ausgeführt. Ich bitte zu entschuldigen den Lärm im Hintergrund. Ein paar Nachbarn denken sich, um die Uhrzeit auch noch Krach machen zu müssen. Ich hoffe, das hört man in der Aufnahme nicht allzu stark. So, schleppen Sie Arbeiterboot. Okay. Arbeiterboot. Oh, wusch. Das soll hier hin. Okay. Komm.
Oh, wir sind unter 50.000. Wir sollten jetzt wirklich langsam anfangen, mal auch hier Besiedlung zu machen. So, und so. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erfolg. So, man wird Ihnen dann in dieser Angelegenheit wohl vertrauen. Halten Sie einen Produktionsüberschuss von Biopolymeren. Da produzieren wir im Moment noch nichts von, weil ich mich jetzt erstmal als Stadtplaner gütig tue. So. Schauen wir mal, ob das irgendwie funktioniert. Wir sollten dann auch hier unten mal Biopolymere in Angriff nehmen. Dafür brauchen wir wieder Sonnenblumenfarben, was hier jetzt nicht das Problem sein dürfte. Mit extra Modulen. Achso, das war dieses. Ah, okay. Okay. Oh, klapp. Das war Schwachsinn. So. Und da sollten wir dann jetzt auch Biopolymere. Nein, das war Käse. Warnung, Energieknappheit. Ja. Ich baue ja noch so ein Winddingsee. So, Credit Vibe. Da. Strom. So, das Problem sollte sich aber beheben, sobald wir ein paar Biopolymere haben, die wir jetzt haben. Lass mich raten, ich kann das nicht bauen ohne Baubots. Okay, dann richte ich jetzt erstmal eine Handelsroute ein für Baubots. Da nach da. Warum nicht? Errichten Sie eine Transferroute zwischen gemäßigten Sektoren. Erfüllt. Sehr schön. Wusch. So, wir sind bei 48.000. Wir sollten wirklich mal anfangen, etwas zu bauen. So. Dann schauen wir doch mal. 1, 2. Keine Straßenanbindung? Das ist doch verbunden. Achso, weil die Brücke hier hinten noch nicht durchverbunden ist. I got it. Jemand hat Arbeiter gerufen? Und ein Geschenk für mich. Meins. So, okay, das wird jetzt mit der Zeit sehr schön. Und hier passen noch normale Gebäude dahinter. So kann man doch arbeiten. So kann man doch sehr schön arbeiten. Und dann würde ich eventuell erstmal schauen, ob ich hier weiterhin die Viererblöcke machen kann. Erfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, Bio kostet ihr mich auch. So, damit das auch brav alles durchverbunden ist. Die Stromprobleme werden auch weniger, weil wir jetzt mehr Arbeitskraft haben. Sehr schön. Biokost ist ja nur diese eine Farm. Die setze ich jetzt einfach erstmal hier hinten hin. Aber gut, da passt sowieso nichts mehr daneben. Was haben wir hier noch? Energiewartung.
Oder Arbeitskraftwartung. Dann machen wir doch mal das. So. Die Leute kommen jetzt auch, weil es was zu futtern gibt. Wir könnten jetzt sogar schon einen Küstenbauplatz dafür nutzen. Wir sollten aber dringend mehr Leute in den Sektor kriegen. So. Das war das Falsche. Das wollte ich haben. So. Hübscher kleiner Bauplatz. So, dann verbinden wir das nach unten durch. Können dann wahrscheinlich hier was machen. Genau. Und wir müssten dennoch in der Lage sein, genau das zu ziehen. Oh, läuft doch. Jetzt brauchen wir nur noch eine positive Bilanz, die wir gleich wieder haben. Ziel ist es für mich jetzt im Moment erstmal die 50.000 zu halten, weil wir dadurch relativ schnell wieder an Geld kommen. Das sollte... Genau. So ein bisschen hübsch machen. Kann nicht schaden. Da dann noch zwei. Da. Kann ich schon nichts hinsetzen? So ein Schlund. Machen wir das so. Und dann haben wir hier hinten noch so einen kleinen Ausläufer, wo wir Strandwohnungen bauen. Gut. Und unsere Probleme sollten gleich gegessen werden. So, wir haben hier alles in Ordnung. Wasser haben wir auch erstmal genug. Das heißt, ich würde mich jetzt eventuell hier drauf konzentrieren, einen Algenbauplatz zu machen. Und dafür brauche ich natürlich Logistik. Dann würde ich die eventuell mal hier hinsetzen. Dafür brauchen wir natürlich wieder Bewohner. Warnung. Was hier nicht das Problem Anlagen sein soll. Benötigen zusätzliche Arbeitskräfte. Ja. In meinen bescheidenen Räumen. Informationen. Treten Sie ein und setzen Sie sich. Wollen Sie auch. Kriegen Sie auch. Okay, dann setzen wir die Informationen noch mal hier hin. Und wir versuchen das jetzt alles mal ein bisschen da rundherum zu bauen. Nein, ihr dürft noch nicht upgraden. Wir müssten in der Lage sein, zumindest hier das weiterhin erstmal so zu bauen. So, Einzelbewohner hierhin, Einzelbewohner hierhin. Ich werde wahrscheinlich nicht durchkommen mit meiner Bauform, die ich momentan an den Tag lege. Ich kann es aber mal versuchen. So. So wird ein Schuh draus. Und zack. Und. Jetzt könnten wir versuchen, hier wieder unseren Block zu machen.
So. Das mit den Informationen haben wir doch jetzt eigentlich relativ hübsch eingebaut. Versorgen tut er den ganzen Kram auch noch. So. Wie sieht es jetzt hier beispielsweise mit WLAN aus? Warum machen wir das denn nicht so? So. Einzelbewohner, das waren 6 Stück. Womit wir dann auch wieder hier unseren Block bauen können. Das war Käse. Das wollte ich ja hier. Mal schauen, wie lange wir mit der Symmetrie hier klarkommen. Es war eine gute Entscheidung, Ihnen das anzuvertrauen. So, ich habe irgendwas richtig gemacht, sehr gut. Ich höre, was den Wert Ihres Unternehmens drastisch steigern kann. Was ist da? Beladen Sie Ihr Schiff mit 70 Biopolymere. Okay. Schiffchen, Biopolymere einsammeln, bitte. Was haben wir hier noch für eine Mission? Ich habe da was im Netz gefunden, das dich interessiert. Holen Sie die Fracht ab und zu kleiner Fracht überwacht. Okay, das klingt jetzt nicht allzu schwierig. Ich dachte, ich melde und das Problem mal lieber. Schleppen, okay, das Sie sind ein echter Champion. Ich, ja. Und abholen. So, und was soll ich jetzt? Goodwin, da, den da. Das läuft doch hier in dem Sektor im Moment. Ich wusste, dass mein Vertrauen gerechtfertigt war. Das ist eine weise Langzeitinvestition. Und Yay. Ich bin gespannt, wie sie sich nach Bauabschluss auszahlen wird. Okay, gut. Okay, Sie können wieder übernehmen. Angestelltenschiff und schleppen. Wo ist ich das? Passender Baum. Aha. Achso, ich habe mich gerade gewundert, was ist das für ein Sammelobjekt? Das ist ja für unseren Sektorenkram. Da ist ein passender Baum. Da ist ein passender Baum. Ist hier hinten noch ein passender Baum? Kein passender Baum? Bin enttäuscht. Bin ja echt enttäuscht. Finde einen passenden Baum. Marmorstein, Auftragsobjekt. Oho. Warte. Schleppen Sie Schiff zu Angestelltenschiff. Okay. Das kriegst du auch ohne mich hin. Passender Baum. Es war eine gute Entscheidung, Ihnen das anzuvertrauen. Was ist dieses Marmorstein? Ein Freiwilliger wird benötigt, der sich um dieses Problem kümmert. 12.000 halten. Ob wir das hinkriegen? Das könnte schwierig werden. So, wir sollten eventuell schon mal mit der Produktion von diesen Baubots beginnen. Damit wir da gut gerüstet sind, benötigt Backbauplatz von mir aus. Dann kriegst du einen Backbauplatz. Hier hast du einen Backbauplatz. Und 1, 2. Mehr ist ja nicht so. So. Ich würde hier vielleicht gerne noch etwas Logistik dazwischen klemmen. Was natürlich nicht komplett passt. Und wir haben keinen Saft mehr. Super. Dann würde ich den Minenbauplatz hier hinten für ein Kraftwerk nutzen. Da. Hoffentlich läuft mit dem Auftrag alles glatt. Ugh. Das sieht ja hässlich aus. So. Damit haben wir jetzt erstmal Strom. Okay, unser Schiff hat es nicht selbstständig hingekriegt, war ja klar.
Gut zu wissen, dass wir Leute wie Sie in leitender Position haben. Ah ja, okay. 8 Minuten sollen wir es noch halten. Aber das ist etwas, was wir dann erst in der nächsten Folge abschließen werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Salut, bis zum nächsten Mal.